Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja wohl klar. So, meine Freunde, mittlerweile sieht sie hier gar nicht mal so schlecht aus. Alles läuft nach Plan, so wie es sein sollte. Ja, hier könnte man natürlich das auch noch weiter stärken, werden wir auch machen. Also wir haben Folgendes vor. Und zwar habe ich euch ja in der Jubiläumsfolge, in der 100. Folge gefragt, wie sieht's aus, wie soll es weitergehen? Und zwar kam dann nach folgender Vorschlag vom Thomas, glaube ich, vom Thomas. Und zwar meinte er, wir sollen erst auf Atomkraft setzen. Weil ja sowieso immer ein bisschen Stromprobleme sind. Mein Gott, Ed, heute ist soweit. Stromprobleme sind. Und deswegen sollen wir da erstmal mit Atomkraft anfangen. Dann sollen wir uns durcharbeiten zu dem Thema Kleidung. Und dann sollen wir uns durcharbeiten zum Thema Bauxit. Halte ich für einen ganz guten Plan. Ich denke, das werden wir auch so umsetzen. Aber bevor wir das natürlich angehen, haben wir natürlich noch ein paar andere Baustellen zu erledigen. Die möchte ich jetzt auf jeden Fall auch erstmal fertig machen. Unter anderem werden wir uns noch mit dem Gebiet hier beschäftigen. Dann hatte ich ja hier die Idee, das eventuell auch nochmal zu erweitern. Ich weiß bloß nicht, ob ihr das gerne offscreen sehen wollt, dass ich jetzt offscreen so mache, wenn ich da so ein bisschen was hinbastle. Oder ob wir das in Folgen sehen, wollt, wenn wir solche Großprojekte bauen. Also, hier hatte ich ja die Idee gehabt, Stahl. Weil Stahl haben wir tatsächlich ein bisschen wenig. Ja, das läuft hier richtig gut, mittlerweile. Okay, da wird natürlich, wir brauchen noch ein paar Leute mehr, das ist klar. Aber wie gesagt, Stahl ist so ein bisschen, oh, Alter, dieses ganze Gebäude ist voller Autos. Das ist abartig. Also Stahl haben wir echt, ja, ein bisschen wenig. Das ist ein dezentes Problem gerade. Ich weiß auch gerade nicht, wo es ist. Wie gesagt, wir machen gleich weiter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also dieses Stahlproblem, wir kommen hier einfach nicht hinterher. Das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt zwei große Stahlwerke und die kommen einfach nicht hinterher. Ist der Hammer. Muss man sich mal vor Zunge zergehen lassen. Hier ist ein bisschen wenig jetzt. Aber eigentlich müssten die doch... Die kommen doch von da oben runter, oder? Ja, ohne Probleme. Also wie gesagt, entweder sehen wir zu, dass wir noch mehr Leute hier rankarren. Hier sieht gut aus. Ist auch gut. Wie gesagt, hier hinten haben wir ja auch noch diese riesen Baustelle noch. Da sind wir ja auch noch nicht fertig. Also wir haben überall so ein paar kleine Sachen, die wir noch fertig machen wollen. Hier, das Ding hier ist auch noch nicht fertig. Also, das ist der Hammer. Das Ding hier ist knüppelvoll. Das hier ist nicht voll. Das wird direkt abgesaugt sozusagen. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Aber jetzt machen wir erstmal auf jeden Fall da hinten weiter. Also, kümmern wir uns erstmal um das Gebiet jetzt hier. So, wir haben eigentlich, die haben doch eigentlich alles, was sie brauchen, oder? Kultur ist noch ein bisschen schwach. Sportart. Okay, Sportart. Da hatte ich doch auch was Neues. Warte mal ganz kurz. Mod. Sportplatz. Da hatte ich doch was. Ich hatte... War der Meinung, ich hätte was gehabt. Ist das die? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das ist... Ja, das ist die. Und zwar die Big Sports Hall. Es gibt mehrere, die so heißen. Das ist das Witzige. Oh, die haben Tennisanlagen. Die haben tatsächlich Tennisanlagen. Ist ja hot. Die haben tatsächlich Tennisanlagen. Alter, wie geil. Geilomato. Tennisanlagen. Ja, heilige Maria Gottes. Wie gesagt, ich habe zwei Stück. Einmal hier Big Sports Hall mit Tennis. Und der andere ist tatsächlich mit so einem kleinen Stadion. An Leichtathletik oder was es sein soll. Ist nur eine Nummer größer. Aber cool. Könnte man echt machen, wenn man hier... Sagt, okay. Dann da irgendwie Parkplätze ran. Na komm, das nehmen wir. Warum nicht? Die wollen noch mehr Beschäftigung haben, also kriegen sie das auch. Nicht, dass ihr euch wundert, ich muss immer ein Auge auf den Hund haben. Der ist... Kann ich ja eigentlich auch sagen, momentan. Der hatte,
Also er hat gesundheitliche Probleme. Deswegen bin ich auch nicht so hundertprozentig bei der Sache gewesen jetzt die ganze Woche. Seht mir das ein bisschen nach, aber wie gesagt, das soll nicht euer Problem sein. Sondern das ist mein Problem. So, kriegen wir dich da ran. Ja, perfekt. Das ist ja so geil. Können wir das? Ja, wir können ihn hier ranschmiegen. Oh, guckt mal, wir können ihn hier ranschmiegen. Geil, direkt am Gleis lang. So ist das doch Hammer. So, das so finde ich das geil, ne? Wenn man das so richtig schön designen kann. Hier vielleicht noch ein bisschen paar Dings rum. Paar Bäume oder sowas. Und dann ist das tipptopp. Hier vielleicht noch ein Parkplatz. Wäre ja auch ganz... Siehst du, Parkplätze. Jetzt, wo er sagt, Parkplätze. Ah, herrlich. Guck mal. Basketballplatz. Das ist doch geil. So muss er sein. Parkplätze. Also, Parkplätze, komm. 40er Parkplatz. Big Georgie. Na, kriegen wir dich hier ran? Kriegen wir dich eventuell hier ran? Da haben wir ja das Ende der, warte mal, kriegen wir... Ja, das Gute ist, man kann das relativ gut setzen, weil man da diesen Fußweg hat. Das kann man ganz gut miteinander kombinieren. Ja, perfekt. Der Ed liebt es, wenn es perfekt läuft. Ja, dann ist er zufrieden, dann ist er happy. So, 40, also 80 Parkplätze jetzt. Sollte erstmal eigentlich reichen. Ja, und die mit da. Und den in der Mitte. Ja gut, den kriegen wir nicht ganz mittig. Was ein bisschen schade ist, aber egal. So, und dich kriegen wir natürlich da nicht lang. Okay, dann müssen wir dich dahin fahren. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht, ne? Die Straße hier, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Das sieht irgendwie so gewollt, aber nicht gekonnt aus. Ja, bisschen besser. Ja, und ich jetzt da ran. Passt. Gut. Wackelt und hat Luft. So, damit haben wir schon mal eine Aktion mehr hier. Das ist gut. Wir können dich sogar umswayen. Ja, so ist besser. So, zusätzliche Arbeitsplätze. Wir brauchen natürlich von diesen Gebäuden ja auch noch mehr. Wir werden hier weiter ausbauen mit den Gebäuden. Oder wir nehmen jetzt hier andere Gebäude. Ja, wir brauchen noch mehr Leute. Also ich stehe ja, ihr wisst, ich stehe auf diese Gebäude. Ich finde die so geil. Aber man kann ja auch nicht immer nur die Gebäude nehmen. Sage, okay, also hier hinten. Was ist denn das hier? Balfour Tower. Könnte man ja durchaus auch mal sagen, okay, der hat, wie viel hat denn der? 571. Ja gut, das Gebiet würde ich auf jeden Fall schon noch ganz gerne damit machen. Vielleicht hier so als extrem Kontrast oder so. Als extrem Kontrast so zum anderen. Why not? So, der wird gebaut. Wenn ich den nochmal wegnehme und dann nochmal so einen Balfour Tower dahin baue, nochmal so als zweite Dings. Ist das der Konzilhaus? Nein. Das ist das kleine. Plattenbau, Star Highriser. Balfour Tower. So, dann haben wir den nächsten. Den könnten wir vielleicht auch noch hier hinsetzen. Ach, der ist nicht ganz gerade, ne? Was hat er denn für ein Problem hier? Den werden wir nochmal wegnehmen. Der gefällt mir jetzt nicht. Ich möchte ihn schon gerade haben. Ah, das machen wir gleich nochmal schön.
Bam. Ah, sehr gut. So, Balfon Tower. Wie gesagt, ein bisschen Stilmix jetzt. Weg von der einen Geschichte hin zur nächsten. Future Flats. Ja, das ist zu riesig. Das ist ein bisschen übertrieben. So, den können wir ja auch ruhig noch drehen, oder? Können wir dich drehen? Ich könnte mal so hinpacken. Aber du bist nicht ganz gerade auf der... kriegen wir auch gar nicht hundertprozentig gerade. Das ist das Witzige. Den kriegen wir nicht hundertprozentig gerade drauf. Wenn wir sagen, okay. Ist nicht, also ich... Ich weiß nicht, sieht irgendwie komisch aus. Naja gut, wir nehmen den erstmal so hin. Wurscht. Ja, können wir dich da noch anschließen? Jetzt wird es wieder dunkel. Ach, Mann. Werd doch nicht dunkel. Okay, wenn wir dich... Können wir... Nee, das geht nicht. Können wir den tatsächlich da so mit einbinden lassen? Why not? Ja, wie gesagt, das wird ja alles noch ausgeschmückt und so weiter und so fort. So, zwei von dem Belfon Tower. Immerhin 571 können wir da parken. Ich mach mal schneller. So, hier müssen wir dann die... Was sind das? Die Kolorga 1214. Okay, lass mal schauen. Ja, das hier... Oh, ich dachte gerade schon, was kommt da angeflogen? Fliegen da irgendwelche Teile ab oder sowas? Alter. Also, Stalinka, Stalinka. 1-1. Ist auch nett. Mhm. Könnten wir jetzt auch sagen, wir nehmen jetzt die hier. Können wir auch sagen. Wir gehen jetzt mit dem hier lang. Das wäre ja auch interessant, wenn wir den jetzt nehmen würden. Dann hätten wir einen anderen Stil dort in der Ecke. Wenn wir da aufschütten, dann haben wir da ein bisschen... Nee, es ist ein bisschen doof. Dann ist nämlich der Fußweg da verschüttet. Dann wäre schon ein bisschen... Bisschen arg doof. Wir machen mal ein bisschen, müssen es ein bisschen senken. Hilft ja nichts. Keine Sorge, wir schütten das gleich wieder auf. Aber ich muss das erstmal jetzt hier wegkriegen. Und das will er gerade nicht. Warum ist denn das so blöde jetzt? Ah, dann kriege ich nämlich die Scheiße nicht weg hier. Diese Schienengeschichte kriege ich gerade nicht weg. Ja, im Gegenteil. Flitzen hier lang. Ich muss das echt nur mal wegreißen. Hilft nichts. Ist der Hammer. Also hier ist richtig Druck drauf. Also was hier an Zügen lang fährt, ist schon... Also das sieht halt doof aus, ne? Ich muss ja nochmal ran. Alles so verschüttet. Müssen wir echt nochmal ran. Warte mal kurz. Vielleicht kriegen wir... Ich hoffe, dass das klappt. Okay, ja, besser. Muss der Teil... Das Teilstück hier mal weg. So, wir machen Pause. Okay, da wird er meckert ein bisschen, aber es ist egal. Hier ist auch ein bisschen zugeschüttet, aber mein Gott, es geht halt nicht hundertprozentig. Das ist halt das Doofe. Was man halt so hat. Aber wir werden uns jetzt mal helfen. Wir
indem ich hier einen Weg lang baue. Am Gleis. Dass unsere natürliche Begrenzung sein wird. So, bis dahin können wir dann nämlich das aufschütten, ohne Probleme zu haben. Manchmal muss man sich halt ein bisschen zu helfen wissen. Na, dann ist das nämlich geblockt sozusagen. So, und jetzt sehen wir zu, dass wir das den Rest jetzt zukriegen. Das sind die. Die mag ich nicht. Die hier sind okay. Und ein bisschen größer als die. Mal kurz. Das ist der. Dann haben wir doch den hier. Und dann haben wir den ganz langen. Ne? Dann haben wir den hier. Den können wir bedingt auch dahin packen. Oder haben wir noch? Wir haben noch einen längeren. Ich werde irre. Der passt nicht hier hin. Also wir haben so ein Mittelteil, was dahin passt. Der hier passt ohne Probleme dahin, dann nehmen wir den auch. So, den nehmen wir. Dann machen wir dasselbe nämlich hier auf der anderen Geschichte. Beziehungsweise wir machen das von der Seite. Gehen da halt durch mit Dings. Ah, zack, 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 zack. Ah, du bist auch dran, passt. Nimm doch langsam Form, Mann. Das Ganze hier. Das ist so wie es sein soll. So, wie sieht es hier aus? Hm. So, bam. Den kriegen wir ja da nicht ran. Das ist ein bisschen doof. Nehmen wir dich mal wieder weg. Dich nehme ich auch mal weg. So, komm. Perfekt. So muss das sein. Sehr gut. Okay, den haben wir auch. Wenn ich da das Stück nochmal wegnehme. Ja, man verliert sich immer mehr in so einen Kleinkram, sage ich mal. Aber das ist halt auch notwendig. Na, bäm. Und dann können wir den da runterzämmeln. Den da ran datschen. Mit denen um die Ecke hier rankommen. Und hier andocken. Perfekt. So, der Einzige, der jetzt hier frei schwebend ist, mit dem ich jetzt gerade nichts anfangen kann, außer vielleicht das so hübsch zu machen, ist der hier. So, zwei neue Häuser. Sport haben so eine Ecke. Also hier ist richtig Gewusel. Jetzt, wie gesagt, die hier sind nicht schlecht. Damit werden wir das hier nochmal die nehmen. Das werden wir jetzt nochmal als Abschluss nehmen und dann fangen wir hier weiter mit denen an. Ich denke mal, die Kombi ist nicht schlecht. Vom Stil her sind die relativ ähnlich. Also damit können wir arbeiten. Wie hießen die jetzt? Warte mal kurz. 1, 2, 1, 4. Das sind diese gebogenen, ne? Muss man ganz kurz gucken. Die haben wir doch, glaube ich, als Favoriten gesetzt. Ja, die haben wir als Favoriten gesetzt. Das ist okay. So, wie gesagt, das Stück hier ziehen wir noch mit dem Stil durch. Aber ohne. Kriegen wir dich da. Na, so würde es gehen. Haben wir noch eine längere Variante? Nur mit Straße. Ja, das passt nicht so ganz. Eventuell können wir den noch leicht eindrehen. Also einen leichten Knick drin haben. Ja,
Ja, hätte man so eine kleine, auf dem Bau nannte man das vorher so eine Dehnungsfuge. Aber okay, dann kann ich persönlich noch arbeiten. Das wäre in Ordnung. Ist jetzt nicht so traumhaft, sage ich mal, aber ist okay. So, kriegen wir dich eventuell auch noch in schön da ran? Nein, noch nicht. Zu scharfe Kurve. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Yes! So ist das doch genau so, wie das Papa haben möchte. Wahnsinn. So, dann machen wir hier dasselbe hier nochmal. Ja, das hier ist echt Häuserschluchten en masse. Der ist zu groß. Vielleicht den hier, den kleinen kriegen wir in die Ecke hier auf jeden Fall noch rein. Das ist ja nur der olle Anschluss hier für, kriegen wir den auch? Oh, den kriegen wir sogar hier hin. Nicer Dicer. Den kriegen wir sogar in die Ecke hier noch. Ja, fein. So muss das sein. So, sehr gut, den kriegen wir auch da noch hin. Und den kriegen wir sogar, wenn wir noch ganz lieb bitten, vielleicht sogar noch hier hin. Nee, da nicht. Na gut, man kann ja nicht alles haben. Wie gesagt, Freifläche muss ja irgendwo auch sein. So, zack. Bäm. Bumm. Bash. Hast es geschafft. So, dann. Vielleicht hier noch eine Sauna hin. Kann ja auch nicht schaden. Meine Sportler müssen sich ja irgendwo auch entspannen und regenerieren können. Vielleicht auf die Seite. Das ist vielleicht nur noch ein Tucken besser. Na. So, und den. Bäm. So, der ist. Wie gesagt, das hier ist ja jetzt hier ein Tramhäuschen. Ich meine, das kenne ich von früher. In unserer Stadt gab es sowas auch mal, so eine Art Depot. Aber es ist auch schon lange her. So, zack, bam, Busch. Passt. Sehr gut. Okay, die haben wir auch eingetütet. Jetzt, was war das hier? Die Starlinker. Okay, die Starlinker. Jetzt gucken wir nochmal nach den Starlinkern. So heißen diese Wohngebäude. Ich will immer so ein bisschen Abschnitt machen, dass sie möglichst fließend in andere übergehen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Ah, kriegen wir den da hin? Ja, den kriegen wir auch da noch hin. Das ist so geil. Ich liebe es, wenn es passt, ne? Wenn es hundertprozentig so passt, wie ich mir das wünsche, dann ist das mega. Kriegen wir da noch einen rein? Wär geil, wenn wir hier noch so einen Block hinkriegen würden. Ne, leider nicht. Gut. Wie gesagt, wir müssen ja nicht alles zutackern hier, wie die Wahnsinnigen. Muss ja nicht sein. Ja, du da, du da, du da. Und du willst nicht raus? Doch. Ja, pep, pep. Na. Okay, da will er nicht. Gut, dann bleibt's halt so. Egal. Wurscht. Also, lass mal aufblühen. Ein neues Stadtteil. So, was mir jetzt spontan mal so einfällt, wir müssten eigentlich hier auch mal so einen Car-Dealer hinpacken. Warte mal, wo bist du? Ein Autohändler, da bist du. Ein Autohändler. Definitiv, hier muss ein Autohändler hin. Mit Anschluss. Zum Lageranschluss sozusagen. So, dann haben wir das. Moin.
Mod. Ne, nicht Mod. Quatsch, Blödsinn. So, dann machen wir hier mal ein großes Lager jetzt dran. Na wohl, wir machen doch kein großes Lager ran, weil... weil wir hier keine Schienen hinlegen würden. Ich hole die tatsächlich mit einem Truck ab. Das ist irgendwie mir lieber. So, dann haben wir das. Jetzt holen wir unseren Dingsebumse hier. Wo ist er denn, der Kumpel? Holen uns noch mal ein paar Fahrzeuge. Da hatten wir ja gesagt... wo bist du denn? Offener LKW? Kapazität da. 38 Tonnen, das ist schon ganz geil. Ja, mal 4 Stück. Du holst aus dem Lager nur Fahrzeuge. Müssen wir natürlich warten, bis das hier fertig gebaut ist, aber auch kein Problem. Und knallst die dann dahin. So. Da ich jetzt meine Fahrzeuge hier aber nicht sehe, was echt ein Problem ist. Ah doch, da vorne gucken sie raus. Kannst du mal loslegen und da auch schon mal verteilen. Dann können wir schon mal weitere Fahrzeuge verkaufen. Werden da noch eine Tankstelle bauen müssen. So, wie sieht's aus? Können wir da Line Spacing anmachen? Ja! Können wir auch machen, dass sie sich besser verteilen. Das ist doch mal geil. Ja, komm, fahr los. Wir haben einen weiten Weg vor sich. Tatsächlich. Wir müssen ja erst hier rauf, dann müssen wir wieder zurück. Die haben noch ordentlich was zu tun. Aber auch das kriegen wir. Wenn es nicht reichen sollte, geben wir nochmal Gas. So, dann brauchen wir noch einen Tanke. Und dann sind wir aber auch schon fast wieder durch mit dem heutigen Part. Also wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigt sein in der Ecke, bis das hier so ist, wie ich mir das vorstelle. Da kam gerade ein Hubschrauber durch. For Railway, das ist ja auch nett. Ach komm. Wäre schön. Ja. Nee, kann er nicht. Ah. Schade. Na gut. Gibt's da eine Tankstelle? Hier hinten können wir auch noch eine Tankstelle hinbauen. Für den Notfall. Die haben echt einen weiten Weg. Muss man ehrlich sagen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die da runterkommen. Das fällt mir jetzt gerade erstmal auf. Wie kommen die denn hier runter? Das ist ja auch hart. Nicht, dass die wirklich hier um den ganzen Pudding eiern müssen. Das fällt mir jetzt gerade erstmal so auf. Wie kommen die denn hier drauf? Okay, das reicht noch nicht mal. Hier so rüber. Eins, zwei, drei. Das geht. Und dann komme ich hier rauf. Geht das? Tatsächlich, das geht sogar. Ich werde bekloppt. Das ist ja mal very hot. Und dann anschließen. Das ist doch mal geil. Dann könnt ihr hier rüberfahren und da runter.
So ist das doch mal genial. So, Voraussetzungen. Okay, die müssen natürlich... Aha. Ja. Jetzt können sie fahren. Ja, ja, da war nämlich das Problem. Die hatten keine Verbindung. Die hatten es nicht gecheckt. Jetzt haben sie es gecheckt. Jetzt passt das. Ich weiß bloß nicht, wie sie fahren. Ich muss mal ein bisschen... Problem ist, wir kommen hier nicht rum. Ne? Wir müssen außen rumfahren. Die müssen da lang fahren, runterfahren. Dann hier wieder hocheiern. Ist ein bisschen doof. Ja, Elektrizitätsproblem natürlich. Hier hinten jetzt tatsächlich. Was ist denn hier jetzt wieder? Warum ist denn hier schon wieder Stress? Was habt ihr denn wieder für Probleme? Ja, wieder keine Ingenieure. Oh. Mal wieder keine Ingenieure. Ich werde wahnsinnig. Ich müsste echt mal noch nach... Komm. Das geht gar nicht. So, wohnen. Moment. Das Problem lösen wir jetzt auf ganz unkomplizierte Art und Weise. Auch wirklich unkomplizierte Art und Weise, vor allen Dingen schnelle Art und Weise, weil das geht mir jetzt echt tierisch auf die Nüsse. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber das ist echt nervig mittlerweile. So. Das machen wir jetzt noch schnell. So viel Zeit muss sein. Na komm, safe. Wird es halt ein paar Minuten länger, die Folge. Egal, das muss jetzt passieren. So geht es ja nicht weiter hier. Ständig irgendwelche Probleme. Ah, hier fahren 4 Züge. Das ist Wahnsinn. 195. Jetzt sind gerade mal wieder welche da. Also das ist noch nicht so der absolute Weisheit letzter Schuss. So, warte mal. Mal ein bisschen schneller. Alter, jetzt wird es echt heftig. Na komm. Ein bisschen wenig Rubel haben wir gerade. Wir haben 102 Millionen Dollar, aber Rubel ist gerade ein bisschen relativ wenig. Ein bisschen mehr exportieren. Habe ich das Gefühl. Vielleicht ein paar Fahrzeuge exportieren, Autos. So, okay, jetzt. Jetzt wird es teuer, weil wenn wir nämlich 1000 Leute kaufen, also da gehen die Rubel echt runter. Echt fies runter, sozusagen. Ihr seht's, ne? Von 9 auf 7 und wir haben noch nicht mal die Hälfte voll. Na, das ist ein teurer Spaß, ganz ehrlich. Warum haben wir da jetzt schon wieder einen Kranken dabei? Was soll denn der Quatsch? Warum ist das gerade so unscharf vor allen Dingen? So, Jungs, ihr habt nur einen Job. Ihr geht hier zum Dings hin. Und ihr sollt dann damit fahren. Und ihr sollt euch hiermit verteilen. Und wenn ihr wollt, von mir aus auch noch mit auf das Ding hier. So, und jetzt Feuer frei. Geht, geht aber mit Gott. Mehr Leute, mehr. Warum sind hier eigentlich Passagiere? Hier sollen doch eigentlich nur Arbeiter hin. Was soll denn der Blödsinn? Warum habe ich hier Passagiere eingestellt? Also Schüler und so weiter, das ist doch Blödsinn. Also hier soll... Vor allem ja echt. Passagiere, Schüler, Touristen, hier warten sollen nur Arbeiter hin. Das ist nur ein reiner Arbeiterbahnhof. Für alles andere werden wir das dann noch nachträglich machen.
Und ich hoffe, dass jetzt die ganzen Dinger hier mal auf Hochtouren endlich fahren. 14 Ingenieure, sehr gut. Das hier ist fast voll ausgelastet, das ist gut. Ja, 5, 400. Ja, jetzt kommt es langsam in Wallung. So, ich hoffe mal, damit haben wir erstmal ein Problemchen gelöst. Das hier mit den Stromdingern, das geht mir auch so ein bisschen auf den Puffer. Hier wird wieder was geholt, das ist gut. Und hier sind auch schon die ersten Vans. Gebäude ist ohne Strom hier. Ja, dann kann er nicht verkaufen. Ich wollte eigentlich schon längst Feierabend machen. Das ist 35 Minuten her, Kinder. Ich kann doch nicht so lange machen. Das darf doch nicht so lange sein. Oh, ist ja noch mehr. Okay, lass mal gucken, wo wir anschließen. Da hinten haben wir den Anschluss. Momentan zapfen wir echt alles hier ab. Das klemmen wir jetzt noch an. Das muss jetzt sein. Na. Ja, dann mach mal. Und dann müsste das ja auch laufen. Irgendwie sind die farblich ein bisschen bäh. So, lass mal gucken, ob es jetzt hier läuft. Ja, aber nicht hier, komm. Hier darf jeder kaufen. Ah, da fahren die ersten Vans. Sehr gut. So, hier kann alles gekauft werden. Jetzt holt euch eure Autos. Fährt erstmal tanken. Tankfüllung nicht inklusive. Jetzt hier aus. 3. Okay, das ist aber... Okay, der ist relativ voll. Ich muss hier vielleicht doch noch mehr Trams draufbringen. Das Ding ist auch voll. Ja, hier ist auch noch voll. Also, ja. Ne, also, wie gesagt. Aber das alles und vieles, vieles mehr erst beim nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht baue ich offscreen noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie wir das hier machen. Also, bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed ohne V. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.